In Deutschland leben inzwischen rund 1,7 Millionen Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind. Es gibt nach wie vor keine medizinische Lösung, also es gibt keine Heilung für die Erkrankung. Das heißt, wir alle sind gefordert, eine soziale Lösung zu suchen. Menschen mit Demenz möchten gerne so lange wie möglich zu Hause leben. Dazu braucht es einfach ein Umfeld, das sich mit dem Thema auseinandersetzt und Hilfestellung bietet. Für die Einrichtung der Kepler-Stiftung oder auch für andere Einrichtungen gibt es die Möglichkeit, anzufragen nach Qualifizierungsmaßnahmen. Also Adele bietet auch Fortbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter an. Denn auch hier spielt das Thema Demenz eine immer größere Rolle im Alltag. Und auch da ist es einfach gut, dass die Mitarbeiter gut geschult sind. Ich nutze dazu gern das Demenz-Balance-Modell von der Barbara Klee-Reiter. Das bietet einfach nochmal die Möglichkeit, dass Mitarbeiter sich damit auseinandersetzen, wie könnte es sich denn anfühlen, dement zu werden, wie geht denn der Umgang mit Verlusten, weil ich einfach der Meinung bin, wenn man sich selber in die Lage hineinversetzt, kann man einfach dem Gegenüber, dem Erkrankten, dann auch nochmal empathischer und einfühlsamer begegnen. Adele möchte aber auch Begegnungsräume schaffen. So gibt es zum Beispiel ein Begegnungscafé. Auch in der Kirchengemeinde zu gucken, wie können einfach Kommunen, wie können Stadtteile, wie können Kirchengemeinden sich verändern, dass sie demenzfreundlicher werden, dass Menschen mit Demenz sich so lange wie möglich dort aufgehoben fühlen und ihren Platz dort finden. Alle Menschen, die irgendeine Frage zum Thema Demenz haben, sich dafür interessieren und sich auf den Weg machen möchten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da möchte Adele einfach Ansprechpartner sein. Ich finde es wichtig, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen und Lösungen finden.